Nun, meine Inspiration für heute ist Bernhard Lange. Es ist jetzt Masters-Woche, wie du weißt. Gestern hat das Turnier angefangen. Und der Lange ist jetzt 63. Im August wird er 64 Jahre alt. Und er hat nach der ersten Runde liegt er 30. Okay, Turnierfeld ist knappe 90 Spiele. So ist 30. Wir reden jetzt über die besten Spieler der Welt. Und er macht es jedes Jahr. So, wir können wirklich von Bernhard Lange lernen. Ich möchte ein paar Eigenschaften seines Schwunges dir erklären. Und ich schlage wirklich vor, dass du die genau nachmachst. Und wenn du die Gelegenheit hast, schau bitte ab heute Abend die Masters an. Übrigens, hier ist ein Slow-Motion-Video von Bernhard Lange von der hinteren und von der vorderen Perspektive. Vielleicht schaust du es jetzt, bevor du den Rest dieses Videos anschaust. Es geht mit dem Schwungradius los. Was man bei Bernhard Lange sieht, und das versucht er auch, er redet darüber, er winkelt seine Handgelenke sehr spät beim Ausrollen. Okay, so da hat er viel mehr Radius. Mehr Radius bedeutet viel mehr Geschwindigkeit. Er macht es aber nicht nur da, er macht es aber auch beim Durchschwingen. Beim Durchschwingen bleibt sein Kopf stark hinter dem Ball. Sein Wirbelsäule ist stark nach rechts geneigt. Okay, zurück zum Radius. Jetzt beim Durchschwingen, in dieser Position, sind seine Arme extrem lang. Nur das ist eine Sache, die du auf jeden Fall tun kannst. Du musst daran arbeiten, nach dem Release, nachdem du diesen Winkel gelöst hast, in diese Position zu kommen. Nur das verlangt natürlich ein paar technische Dinge von dir, dass du beim Abschwingen nicht zu früh den Winkel löst, dass du beim Abschwingen nicht die Schulter nach vorne bewegst, weil wenn du das tust, wird der Abschwung zu steil, dann wirst du anziehen müssen. So, um in diese Position zu kommen, musst du den Schläger auf der Ebene starten. Okay? Und ja, eher ruhiger den Schwung starten und erst da beschleunigen, dass du da kommen kannst. Was auch notwendig ist, und das sieht man beim Lange, ist, dass er sich gut drehen kann. Er ist dafür bekannt, dass er sehr viel Sport macht. Dehnung, Krafttraining, Ausdauertraining. Das gehört einfach zum Spiel. Und da er die Flexibilität hat, kann er seinen Körper rotieren und die Arme da lang bekommen. Wenn er seinen Körper stehen lassen würde, dann würde er ganz sicher das tun. Dieses Lang geht nur damit zusammen. Dann ist sein Schwung so unkompliziert. Er startet den Schläger auf der Ebene. Er sagt, er versucht immer den Schaft genau oberhalb der Fußlinie zu haben beim Ausholen. Und das ist ein sehr guter Anhaltspunkt. Er war früher da, von da macht man ihr das. So, das versucht er. Ich versuche, den Schlägerkopf sogar ein bisschen vor den Füßen zu haben. Aber er versucht das. Dann kommt er in so eine wunderschön gelegte Position hier oben. Sein Schläger zeigt im höchsten Punkt des Schwunges leicht nach links. Es ist eigentlich genau auf der Ebene. Und von deiner Perspektive sollte der Schlägerkopf hinter den Händen verschwinden. Dann bist du ganz genau richtig. Das kannst du trainieren zu Hause. Das kann nicht wehtun, das kann nur helfen. Weil wenn ich hier bin, statt da oder statt hier, und das sieht man sehr viel, brauche ich beim Abschwingen nicht zu kompensieren. Er schwingt einfach so, wie er hochschwingt, so schwingt er wieder runter. Sein Rückschwung und Abschwungebenen sind sehr, sehr ähnlich. Wieder sehr unkompliziert. So, wichtige Punkte noch. Wichtigster Punkt kommt am Ende dieses Videos. Wenn du Senior oder Seniorin bist, dann musst du dich drehen. Das ist einfach so. Nur der Bernhard Lange macht Folgendes. Im höchsten Punkt des Schwunges sieht man, dass sein Kopf nicht gerade ist, weil das würde seinen Rückschwung etwas bremsen. Sein Kopf zeigt nach rechts. Er sieht dann den Ball aus dem linken Auge. Okay? Und man sieht auch, wie sein linke Knie einknickt. Und was bei ihm sogar passiert ist, sein
rechtes Knie knickt ein bisschen auswärts. Und das gibt ihm eine sehr gute Rotation und Endposition. Und so kann er viel Power generieren. Wir wollen wirklich Power generieren hier oben, damit wir beim Abschwingen ganz locker runter können und nicht, dass wir das tun müssen. Da möchte ich dir sagen, wenn du dich so drehst, guck bitte, dass deine Wirbelsäule da bleibt. Du wirst nicht das tun. Dann wird es schwierig. So der letzte Punkt. Und das macht er seit ein paar Jahren und er denkt sehr viel daran. Und ich denke, das kann dir sehr helfen. So, das wäre die Ansprechposition. Stell mir vor, der Ball ist aufgetiet. Er macht seinen Rückschwung. Er dreht sich sehr viel, wie ich schon erklärt habe. Und dann startet er den Schwung korrekt. Er startet den Abschwung ruhig. Seine Hände sind weich. Sein Schläger bleibt auf der Ebene. Er startet nicht mit rechter Schulter nach vorne, sondern so. Und dann, nachdem er den Abschwung richtig gestartet hat, das muss ich betonen, denkt er daran, seine rechte Schulter, seine rechte Seite einzusetzen in den Ball, durch den Ball. Und er möchte auf jeden Fall, dass am Ende des Schwunges seine rechte Schulter weiter vorne ist als seine linke Schulter. Und diese Verwendung der rechten Seite oder die rechte Schulter gibt ihm sehr viel Power. Ich denke, das ist bei Lange der Grund, warum er über 250 Yards im Schnitt mit dem Driver schlagen kann. Der Wind kommt leicht von rechts. Und ich werde versuchen, den Schwung von Lange richtig nachzumachen. Und meine Gedanken sind, also die Drehung. Ich möchte auch den Schläger so haben und nicht so. Dann möchte ich den Schwung weich starten, aber dann meine rechte Seite einsetzen. Gucken, dass meine rechte Schulter vor meiner linke ist am Ende des Schwunges. So, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß heute Abend beim Gucken. Ich hoffe, dass der Lange wieder dieses Jahr den Cut schafft. Und ich glaube wirklich an dich und dein Spiel. Wenn du über 60 bist, ist alles möglich. Handicap unter 10 auch. So, glaub an dich. Vielleicht haben ein oder zwei Dinge beim Schwung von Lange dir ein Aha-Gedanke gegeben. Probier es aus. Tschüss.